Tag 2 beginnt der GC und wir sind wieder auf der Messe und sehr früh drin, was bedeutet, es ist doch sehr leer hier. Also mal schauen, was wir jetzt so spielen werden. Kein Plan, was heute sowieso so geht. Ich habe gar keine Termine, aber naja, man kann hier schon einige sehen. Dementsprechend wird schon irgendwas passieren. Das Schöne an den ganzen Ständen ist ja meistens auch immer die Deko und wie die Stände generell aufgebaut sind. Man sieht hier schon den fetten Drachen. Also generell, manche Stände sind extrem kreativ aufgebaut. Das ist ziemlich imposant. Vielleicht werde ich euch das eine oder andere Beispiel gleich nochmal zeigen, wenn ich etwas direkt sehe. Aber ansonsten, man muss einfach selbst hier gewesen sein, um das miterleben zu können. Generell, wie krass detailliert und so weiter diese Stände teilweise sind. Das ist echt der Hammer. Wir haben zwar unsere Vorteile, wenn wir früher reinkommen, selbst wenn wir eine Stunde früher reinkommen, aber da die Stände trotzdem erst teilweise um 9 aufmachen, müssen wir denn trotzdem noch warten. Wir sind gerade hier bei Nintendo und wollen Mario Odyssey spielen und das ist sehr, sehr beliebt. Also ich meine, jetzt haben wir 20 Minuten Wartezeit. Normalerweise, keine Ahnung, wenn du als normaler Besucher reinkommst, musst du bestimmt locker eine Stunde warten oder so. Und dementsprechend, wir haben gerade sowieso nichts zu tun, deswegen chillen wir jetzt hier 20 Minuten lang. Wir können hier sitzen, am Handy spielen und ja, nicht miteinander reden, weil das macht man heutzutage nicht. Nein, war ein Joke. Das was mit Mario Odyssey hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ein super kleines Spiel. Ich bin ja sowieso Mario kein Riesenfan, aber es macht immer wieder Spaß, das Spiel zu spielen oder diese Spiele zu spielen, weil die halt sehr niedlich und simpel gehalten sind und so. Ist auf jeden Fall ein typisches Mario-Spiel mit so ein paar Gimmicks, so ein bisschen 2D und so. War auf jeden Fall ganz lustig, kann man sich geben. Ist jetzt 9:15, jetzt kommen so langsam alle rein. Ich wurde jetzt alleine gelassen, Dan und Chigo haben halt Termine, geht's Batman. Aber ich werde mal ein bisschen mich umschauen. Vielleicht gehen wir mal in den Merch-Stand, vielleicht finde ich da noch irgendwas für mich oder so. Oder für irgendjemand anderen. Und ich glaube, ich werde einfach gleich mich mit Trouble Townies treffen. Die sind ja jetzt auch irgendwie langsam da. Und dann bin ich nicht ganz alleine hier auf der Messe unterwegs. Nein, ich habe die mittlerweile ist es 11:30. Ich bin nicht mehr alleine, ich war nämlich ein bisschen alleine. Die Vögel sind auch alle da. Wir gehen jetzt zum Overwatch-Stand, werden dann ein bisschen overwatchen und dann mal schauen, was wir noch so machen. Es ist mittlerweile auch ziemlich voll geworden, aber es geht noch. Es geht noch. Samstag wird hart, aber nein. Das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist dahin zu gehen und zwar Overwatch werden wir spielen. Dann wird das wahrscheinlich schon wieder das Ende sein, denn wir sind ja mal schon ab 8 Uhr morgens hier. Jetzt chillen wir hier kurz und warten noch auf den Osten. Der wird jetzt auch bald mal eintrudeln, also Manus, Sachse und Co. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dann über Presse reinkommen. Dann müssen wir nämlich nicht anstehen, was sehr, sehr, sehr praktisch ist, denn die Schlange ist sehr lang. Die Schlange ist sehr, sehr lang, dementsprechend, ja, müssen wir mal schauen. Aber wird schon und danach geht es, glaube ich, auch schon wieder ins Hotel. Wir werden dann noch zum Italiener gehen, etwas essen, aber das war es dann auch schon wieder. Der Typ hat uns gerade hier reingeschmuggelt. Eigentlich sind wir ja gar keine Presse, aber niemanden erzählen. Nur er hat das halt geklärt und jetzt sind wir hier und dürfen halt vordrängeln. Und ich glaube, die anderen Leute, die da alle stehen, sind ein wenig wütend, beleidigt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Alles seine Schuld. Also wer sich beschweren möchte, weswegen wir halt einfach vorgelassen werden, der. Das war's quasi schon mit dem zweiten Tag. Also wir haben wieder mal nicht ganz so mega viel gemacht, aber es geht eigentlich ja auch hauptsächlich um die Aktivitäten am Abend. Heute gehen wir in den Escape Room. Das bedeutet, ich kann die Cam natürlich wieder nicht mitnehmen. Wer das nicht kennt, das ist quasi so ein kleiner Rätselraum. Ja, da kann man dann einfach ein bisschen rätseln. Und man muss es innerhalb einer gewissen Zeit schaffen und so weiter und so fort. Das heißt, viele kennen das wahrscheinlich. Einfach mal googeln, wenn man es nicht kennt. Wird auf jeden Fall sehr lustig. Wir haben verschiedene Teams. Also werden wir wahrscheinlich auch gegeneinander spielen, auf jeden Fall, was die Zeit angeht. Ich werde berichten, wenn ich dran denke.
Und bin gespannt, wie ihr diesen Blog gefunden habt, denn der dürfte ein bisschen länger sein als die anderen. Es tut mir leid, dass sie nur ganz kurz sind, aber ich möchte die unwichtigen Sachen sowieso immer rausschneiden. Ja, deswegen, ich hoffe, das gefällt euch dennoch. Es ist übrigens jetzt erst 13:30, also wir sind schon relativ früh von der Messe wieder weg, aber wir waren auch schon um 8 Uhr da, dementsprechend, was sollst du sonst machen? Und jetzt ist gerade mega voll. Es ist ja ausverkauft, deswegen konntest du dich auch nicht wirklich frei bewegen. Jetzt werden wir aber ganz in Ruhe rübergehen zum Italiener, ein bisschen was essen, dann am Blog schneiden und dann auf die anderen warten, die sind noch auf der Messe. Und dann werden wir, wie gesagt, zum Escape Room gehen und da, naja, ein bisschen rätseln. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Ich war noch nie in einem. Und ich werde auf jeden Fall am Ende noch berichten. Das ist mein Plan. Ich hoffe, ich tue es auch. Hey. Es ist jetzt 10 Uhr, ich bin wieder im Hotel und ja, wir waren gerade in dem Escape Room und für mich war es ja das erste Mal. Es war so geil, es hat super viel Spaß gemacht. Ich war zusammen mit McFly, Alex, Dalu, Chigo und Kundran im Team und es ging darum, einen Blutdiamanten zu finden in verschiedenen Räumen und so weiter und so fort und das war super, super geil. Wir haben es geschafft mit 9 Sekunden Restzeit und die ein oder anderen Props habe ich gekriegt, was natürlich das schmeichelt einem natürlich, aber generell war das schon sehr gut. Jeder hat seinen Beitrag geleistet und ja, es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wer Escape Room generell nicht kennt, sollte es mal googeln und das auf jeden Fall mal machen. Man kann das zwischen, es kommt immer auf die Räume drauf an, aber zwischen so 3 und 6 Personen geht das. Ich glaube so 4 bis 5 ist die optimale Menge an Personen, weil ab und zu, ja, viele Köche verderben den Brei, sagt man noch so, oder? So war, ähnlich war es teilweise auch. Man hatte nicht alle Informationen, nicht jeder hatte alles gesehen dementsprechend. Aber es war super, super lustig, hat Spaß gemacht. Wir haben es geschafft und ja, ich würde es halt jedem empfehlen. Das war es jetzt auch schon mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Er ist ja auf jeden Fall etwas länger auf jeden Fall. Jetzt kommt, wie gesagt, nochmal Warface, ne? Warface, das kommt jetzt nochmal. Quasi ein zweiter Teil vom gestrigen Vlog, den ich noch nicht hochladen durfte, wegen Embargo und so. Aber heute ist es da. Dann kann ich euch nämlich auch noch das Neue zeigen und so weiter, sind Teaser oder so, was auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich jetzt noch viel Spaß dabei. Ich würde mich generell freuen über ein Like. Ansonsten sehen wir uns im morgigen Vlog wieder. Haut rein, wir sehen, macht's gut. Tschüss. Der erste Teil des Vlogs ist vorbei. Das war quasi der heutige Tag. Jetzt seht ihr den zweiten Teil des gestrigen Tages. Denn Warface, das ist halt das, was ihr jetzt sehen werdet, ist ein Product Placement. Wir wurden halt eingeladen, das Spiel zu spielen und euch natürlich auch zu zeigen mit exklusiven Features. Weswegen ich das heute erst hochladen kann, denn ich möchte euch auch die neuen Features zeigen, die es jetzt geben wird. Und die haben es, glaube ich, auch heute jetzt announced. Dementsprechend könnt ihr es jetzt mal euch geben. Ich werde das relativ ungeschnitten lassen, jedenfalls unsere Spielerfahrung an sich. Ich werde das ein bisschen zusammencutten, aber an sich war das so schon ganz cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und würde mich freuen, wenn ihr generell eine positive Bewertung da lassen würdet. Und ja, viel Spaß jetzt bei Warface und dem zweiten Teil des Vlogs. I'm old enough to remember when this place went critical. Your enemy is, as always, the forces of Blackwood. Welcome to Chernobyl, fellas. Und wir sind am Stand angekommen. Wir haben noch nicht gefragt, aber wir sind hier da. War ziemlich einfach zu finden, obwohl hier mega viele Firmen sitzen. Also ich war generell noch nie in Halle 2.1, also Business Area oder so. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal und jetzt schauen wir mal, ob wir Warface ein bisschen spielen können. Service ist auf jeden Fall da. Wir haben noch 5 Minuten. Wir dürfen früher tatsächlich ran und wurden jetzt an eine Bar gesetzt, wo wir jetzt Kaffee, Cappuccino, also Heißgetränke zu uns nehmen können oder auch was essen können und so weiter. Dementsprechend ist das eigentlich schon ganz nice hier. Also wir können auch länger als 5 Minuten warten, kein Problem. I can see you guys play shooters before. you don't have to hold shift when you run, you just click it once and it doubles. Okay. Ah, yeah.
you got from their back. They're gonna come from your back now, be careful. But you are very powerful in close range, but in long range not so much. So be careful. Slide when you sprint, you can press F and slide. It's really powerful for the medic. Very nice, very nice. So use sliding as much as possible when you're the medic, because they cannot hit you in the head, and it's hard to hit you when you do that. Okay. That's smooth. Yeah, it's really. We pay a lot of attention to the game being very smooth and casual, and movement, you know, being nice and smooth and casual. It's very important for us. We don't want the game with ballistics and wind and, you know, all the stuff you have to take into account. It's very simple. Yes. And each class, of course, has different tactics. Like engineer, he can plant mines, and he's good in mid, short to medium range. What's going to change the class during the game? He already changed four times. Yeah. Yeah. Let's let them see some German grenades. Yeah, medic is really powerful. But we try to do all the maps first of all, so they are good for every class. Yeah. There is no like map which is only good for one class. Yeah. And number two is our maps are usually very easy to learn. After you play one game, you know exactly where to go. And yeah. We put a lot of effort into making the maps very easy to remember and very readable. So you can see the guys; they cannot sneak behind you too easily. Yeah. So. Oh. Yeah. Thank you. I'm wrecking everyone. I suppose you should go onto the bronze. Careful, zone, on the right, you on the have right. A good chances. This is their spawn, they're going to be immune to any bullets, okay. So don't send them. 1.26. Nice. Use the radar, use the radar. Not quite. This is the first time I'm playing the game. Yeah. Really? Yeah. Unbelievable. I don't believe you. You play it secretly. You should see us with our setup. The map is really strange. So maybe, guys, you know, for the next LAN, maybe you should think about this. No problem at all. Come to Moscow. So you have you don't have a bayonet. Ah, you have a bayonet, the first one, right? So you can use it to melee people in the head. V, I think. Yeah, it's but your recoil is stronger with the bayonet, so you have to be careful. Shotgun. Can I try to kill someone with the bayonet? If you want. it's not going to be easy. Let's see. Nice. Ah. Very nice. Very nice. I mean, that's one of the main points of this game. It's really easy to start playing. I mean, there's no crazy mechanics to it. Our focus is mostly on class cooperation, balance, and smoothness and casualness. Really, I mean, the bullet goes where you look. It doesn't have to go any special recoil. You don't have to worry about any crazy spread that you don't see or whatever. You see the point, you know, this is where the bullet goes. Just be faster. Very nice. You block with the mine. Yeah. Oh, from him. Yeah. Yeah, you can see the score with this guy. I mean, personal score. Every person. Four, you can use four and toggle grenades. You have frag grenades as well, so you can throw the frag grenade. Yeah, in. Frag and smoke, yeah. You can also have a flashbang, I think. Uh-oh. Almost there. Very nice. Wow. This is live. Great. You cannot kill with one punch if you don't have bayonet. Only if you have bayonet. 36-15. Yes. This is evil. Okay. Take it easy. They're just little children. Why are you doing this to them? No. That's it. You won. Yeah. You won? Yeah. Okay. 5%. See. Yeah, I think the game is. Is it MVP? Yes, really, you are the first place? Yeah. Jawohl. So wie sich gehört, huh?